Hallo und willkommen in Detlefs Kochstudio. Heute mache ich einen Gulasch von der Rehkeule. Hier schon mal die Rehkeule, die wir brauchen. Sellerie, Zwiebeln, Möhren, Lauch, Knoblauch. Waldbeer-Marmelade, eine Brühe, Wildbrühe, dann auch ein paar Champignons, Tomatenmark, Salz und ein paar Gewürze. Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Nelken und Zimt. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Sahne und ein Mehl und ein bisschen Sahne. Super. So ist das in einer Aufzeichnung hier. Gut. Dann putze ich schon mal das Gemüse und nach dem Intro sehen wir uns wieder. Weil die gebe ich später erst wieder in das Gericht rein, zeige ich euch dann. Aber dafür möchte ich die erstmal angeröstet haben. Pinsel habe ich das raus. Ich habe hier noch richtig schön heiß. Hier das restliche Gemüse, die Sellerie, Möhren, Lauch. Thank you.
dann würzen wir jetzt mal. Salz. Pfeffer aus der Mühle. Lasse ich jetzt erstmal schön einkochen. Na, seht ihr, so ist das. Beinahe hätte ich es vergessen. Hier drin habe ich die Gewürze. Lorbeerblatt, Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Nelke. Und dann kann ich das nachher einfach so wieder da rausnehmen. Passiert auch nichts dran. Nichts Schlimmeres auf eine Nelke zu beißen oder sowas. Oder du zerbeißt direkt drei Pfefferkörner. Ist auch nicht so nett. Gut. Oh, ist schon gekocht. Dann ab in den Backofen. Und aus dem Ofen geholt. Butter rein und ein kleines Schuss Sahne. Sie sehen, das war wirklich nicht viel. Dann geben wir noch ein paar Pilze dazu, die wir hier vorhin angebraten hat. Also dazu passt jetzt natürlich idealerweise Rosenkohl oder Rotkohl, Knödel, Spätzle, was du dir so einfallen kannst. Kroketten, wo du Lust hast. Ja. So, Gulasch von der Weg heute. Good number.